Herzlich willkommen hier bei den Vector Testing Days und meinem Vortrag über Car2X Communication. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier vortragen darf, ein etwas fachfremdes Thema, würde ich behaupten. Ich selber bin Simon Rittig von der Landeshauptstadt Stuttgart, vom Tiefbauamt, im Detail von der Signaltechnik. Signaltechnik, ja, im Volksmund würde man sagen Ampeln, wobei wir ein bisschen mehr machen als die reine Ampel, sondern alles, was eben im Verkehr mit Technologie zu tun hat und so auch Car2X Communication. Und deswegen möchte ich Ihnen heute vorstellen, wie auch Städte treibende Kräfte in Innovationen sein können. Was bedeutet eigentlich Car2X? Ist ja an sich Bildsprache. Ein Fahrzeug kommuniziert mit irgendetwas. In unserem Fall geht es jetzt etwas mehr ins Detail. Wir machen E2Car im Endeffekt oder Car2E. E steht hier für Infrastruktur. Man sieht links jetzt als Beispiel eine unserer ganz klassischen Ampeln. Das wird auch heute das Hauptthema sein. Es gibt natürlich auf der Infrastrukturseite auch bedeutend mehr. Und vor allem, was bei uns ganz wichtig ist aus Sicht eines Infrastrukturbetreibers, aus Sicht einer Stadt, dass es hier bei Car nicht um das Auto geht, sondern um Verkehrsteilnehmer. Das sind bedeutend mehr. Man reduziert es gerne auf den Individualverkehr. Es sind aber eben auch die öffentlichen Verkehre, Bus und Bahn oben genannt, bei uns die Stuttgarter Straßenbahn AG. Die Fahrzeuge natürlich sind ein Teil, aber auch darf man nicht vergessen, Fußgänger, Radfahrer, auch Blinde und Rollstuhlfahrer spielen oft eine sehr große Rolle im Verkehrsbereich. Und wir als Stadt haben ja unsere Fürsorgepflicht und müssen für alle Teilnehmer eine Lösung finden. Deswegen bei uns E2Car Communication. Ja, einmal kurz die Funktionalität erklärt. Ist eigentlich relativ simpel. Sie sehen linker Hand die Infrastruktur auf unserer Seite. Das ist einmal ein sogenannter Verkehrsrechner, ein Managementsystem, welches alle Ampeln in Stuttgart verwaltend steuert. Und bei so einer Ampel letztendlich ist dann oben eine sogenannte Roadside Unit montiert, die im Endeffekt nichts anderes ist als ein Router, der dann das WLAN 802.11p aussendet, welches genau für den Car2X-Fall gemacht wurde. Auf der Gegenseite der Benutzer, letztendlich der Verkehrsteilnehmer, gibt es dann die Onboard-Unit, die in das Fahrzeug integriert wird und dann die verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Also im Endeffekt ein sehr einfacher Aufbau. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, naja, ist ja jetzt relativ simpel, scheint auch nicht so schwer, da brauche ich zwei so kleine Boxen. Ja, wieso haben wir sowas jetzt noch nicht im Feld? Da gibt es halt leider ein, zwei Probleme, auf die ich jetzt gerne eingehen würde und auch zeigen würde, wie wir die in Stuttgart gelöst haben. Da gibt es einmal das, ich nenne es gerne Henne-Ei-Problem. Ja, was war zuerst da oder auch wer hat zuerst hier Daten gesendet? Wir haben hier einmal uns als Infrastruktur. Wir brauchen eigentlich Nutzer von Daten. Es ist unheimlich schwer, große Investitionen in Gemeinderäten, in der Politik voranzubringen, wenn sie nicht sagen können, jemand benutzt die Daten. Und das gleiche Spiel hat ein Automobilhersteller letztendlich, der braucht Datenbereitsteller, um seine Use Cases im Fahrzeug zum Laufen zu bringen. Also niemand wird viel Ressourcen investieren, um einen Phasenassistent zu programmieren und nachher gibt es keine Ampel, die ihm die Daten zur Verfügung stellen kann. Also haben wir hier einfach ein Problem. Man muss vorgehen, man muss investieren und gleichzeitig braucht man immer einen Grund, um zu investieren. Jetzt haben wir das in Stuttgart in einem Projekt relativ einfach gelöst. Naja, wir haben uns einfach zusammengetan. Der Infrastrukturbetreiber, wir als Stadt, der Automobilhersteller, in dem Fall die Firma Porsche, tut sich zusammen, macht ein Innovationsprojekt. Wie sieht sowas dann aus? Wir haben hier eine Lieferstrecke der Firma Porsche. Hier werden fertige Fahrzeuge in Zuffenhausen verladen auf LKWs und werden in der Pendelstrecke nach Kornwestheim gefahren, wo sie letztendlich auf den Zug verladen werden, um dort dann weiter nach ganz Deutschland oder in die Welt verschifft zu werden. Ja, und da haben wir jetzt einfach diese Strecke genommen. Das hat ein paar wahnsinnige Vorteile. Wir fahren diese Strecke oder Porsche fährt diese Strecke schon seit Jahrzehnten. Sie wissen ganz genau, welche Zeiten da dahinter liegen. Man sieht die Veränderungen und die Vorteile der neuen Technologie sehr schnell und sehr gut. Und gleichzeitig haben wir hier den riesigen Vorteil, dass wir kein Testfeld, sondern Realbetrieb aufbauen. Wir generieren keine einzige Mehrfahrt,
was ja auch zum Beispiel für die Umwelt gut ist, ja. Es gibt kein Testfahrzeug, es wird in die LKWs integriert und die fahren sowieso jeden Tag zigmal diese Strecke. Wir haben dabei mehrere Ausbaustufen, auch die sind sehr schön. In der ersten Ausbaustufe haben wir getestet, schon erfolgreich, ob die Technologie funktioniert, dass sie funktioniert. In der zweiten Ausbaustufe, da stecken wir mittendrin, haben wir zwei andere Ampeln, die von einem anderen Hersteller gebaut wurden. Das heißt, wir haben eine Herstellerunabhängigkeit auf Seiten der Infrastruktur in dieses Projekt mit reingebracht. Und Phase 3 aktuell in der Planung geht dann sogar so weit, dass diese Ampeln nicht mehr auf Gemarkung der Stadt Stuttgart stehen, sondern tatsächlich zur Stadt Ludwigsburg gehören, beziehungsweise zum Regierungspräsidium. Das heißt, wir sind sogar übergreifend in den Verwaltungen, weil letztendlich muss man sich ja dessen auch bewusst sein, soll so eine Technologie funktionieren, kann es nicht Insellösungen geben, es muss einfach normgerecht gelöst werden. Also haben wir hier schon mal eine Lösung für dieses Problem. Man tut sich zusammen, so wie hier im Projekt ITS-Adestraße. Und das ist jetzt aber natürlich für eine ganze Stadt etwas schwierig, für ein Land noch viel mehr. Für uns als Stadt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die wir ganz stark forcieren, weil die für uns mehrere Gründe hat, aber auch sehr schön ist. Und zwar machen wir Priorisierungen für Rettungsfahrten und für öffentliche Verkehre. Für öffentliche Verkehre machen wir das schon seit vielen, vielen Jahren in Stuttgart. Viele der Anlagen sind priorisiert. Dazu gehört unter anderem die Stuttgarter Straßenbahn, die eben mit Bus und Bahn über 600 Ampeln in Stuttgart priorisiert hat. Und neu dazu kommen jetzt die Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz, also die Rettungsdienste im Allgemeinen. Das Schöne bei diesem Fall ist, wir haben im Endeffekt sowohl den Datengeber als auch den Datennehmer, den Datennutzer aus der gleichen Hand. Das ist nicht immer direkt, aber unter anderem, wie zum Beispiel die Feuerwehr in Stuttgart ist Teil der Stadt. Die Stuttgarter Straßenbahn AG ist hundertprozentige Tochter der Stadt. Also wir arbeiten im Endeffekt mit auf beiden Seiten städtischen Einrichtungen. Und damit kommt man dann zum Beispiel zu dem Projekt der Buspriorisierung. Das ist was, wo bei uns eben ganz stark treibend ist. In der Funktion ändert sich das fast nicht von dem, was wir am Anfang gesehen haben. Wir haben wieder unsere Ampel, unsere Roadside Unit. Wir senden dann das sogenannte R0916-Telegramm. Das ist das Telegramm, mit dem wir schon seit Jahrzehnten unsere Busse priorisieren an den Ampeln. Und das wird dann empfangen von einer Onboard-Unit der Wahl. Da gibt es einen gewissen Markt, das verbaut man in die Busse. Und so schnell ist der technische Aufbau auch schon erledigt. Inhaltlich sieht es dann unter anderem so aus, sieht man jetzt hier auch aus dem Kanu ein paar Screenshots. Man sieht hier, ich zeige es mal mit der Maus zum Beispiel, die Liniennummer, die Meldepunktsnummer, die Zielnummer. Das wird dann alles digital eben mitgesendet in der Cam-Message. Und so kann man dann visualisiert hier unten anhand von einzelnen Punkten, immer wenn eine Anmeldung gesendet wird, entsteht da ein Punkt. Das heißt, der Bus kann sich quasi über die WLAN-Technologie analog zu dem, wie er sich früher über Analogfunk angemeldet hat, bei der Ampel anmelden, bekommt dann sein priorisiertes Grün oder sein längeres Grünzeitfenster. Und für uns als Stadt eben ganz wichtig, was wir da auch ganz viel brauchen. Einer der großen Anwendungsfälle, wofür wir das Testequipment von Vector dann benutzen, sind Reichweitentests, weil gerade bei den Buspriorisierungen braucht man eine gewisse Reichweite, um eine gewisse Vorlaufzeit der Ampel zu geben, die sie hat dann zum Reagieren. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich eine saubere Möglichkeit, Testfahrten zu machen. Und diese Testfahrten der Reichweiten stehen tatsächlich bei jeder Abnahme einer Ampel immer an. Das heißt, Sie müssen mit jeder Ampel, die Sie in Betrieb nehmen, draußen im Feld, immer so einen Reichweitentest machen, sich eine Karte ausgeben, weil es eben individuell pro Anlage ist und immer wieder auch Rückschlüsse auf Berechtigungen, Bevorrechtigungen, die da technisch möglich sind oder nicht hat. Also ein ganz, ganz wichtiges Teil. Und in dem Zuge, ich hatte es quasi schon mal erwähnt, ja, gibt es nochmal so eine kleine Problematik. Und zwar geht es da um Planungssicherheit und Zeit. Planungssicherheit ist für Städte immer ein riesiges Problem. Ja, wir brauchen einfach sehr hohe Planungssicherheiten,
weil gerade im Bereich der Infrastruktur unsere Technologien einfach sehr lange im Markt sind. Mit der Planungssicherheit haben wir bei Car2X einfach so ein gewisses Problem, dass wir zwei Systeme haben, die ein bisschen in einem Konflikt oder in Konkurrenz zueinander stehen. Das WLAN 802.11p, welches wir jetzt hier in Stuttgart auch benutzen, oder eben der Mobilfunk. Da gibt es verschiedene Mobilfunklösungen. Was uns da sehr geschadet hat und allen anderen Städten auch, ist, dass der Europäische Delegated Act im Jahr 2019, der sich genau um dieses Thema und um eine Festlegung gekümmert hat, abgelehnt wurde. Das heißt, wir haben halt keine Planungssicherheit. Man hätte damals festlegen können, wir machen entweder WLAN oder Mobilfunk und dann hätten die Städte guten Gewissens investieren können. Das können wir so jetzt nicht. Der ITS Germany e.V. sagt dazu, was Europa und Amerika im Vergleich zu China fehlt, sind verbindliche Vorgaben der Kommission und der Regierungen. Also genau das. Ja. Wenn wir natürlich Vorgaben hätten, können wir als Stadt da auch ohne viel nachzudenken mal Geld rein investieren, weil wir sicher sind, dass es so kommt, haben wir leider nicht. Und dann gibt es den Zeitfaktor, der für uns eine große Rolle spielt. Das durchschnittliche Alter einer Ampel in Stuttgart sind 16,4 Jahre. Da kann man sich jetzt schon mal so rausschließen, wie lange es wohl brauchen wird, bis wir alle Ampeln erneuert haben. Das zweite Problem, was zeitlich einfach ganz klar festgelegt ist für Busbevorrechtigungen oder für ÖPNV-Bevorrechtigungen, benutzen wir aktuell den Analogfunk in Stuttgart. Der läuft definitiv bis 2028 aus. Das heißt, wir brauchen bis dahin ein Ersatzsystem. Car2X würde sich da einfach total anbieten. Und da sehen Sie jetzt schon den zeitlichen Konflikt. Ja, 16,4 Jahre Durchschnittsalter. In circa 7 Jahren müssten wir alle Anlagen erneuert und mit Car2X ausgerüstet haben. Das wird einfach unheimlich schwierig. Also wir sind jetzt schon hinten dran mit der Technologie. Auch mit den anderen Sachen, die Automotives vielleicht mal haben möchten, muss man einfach sehen, wie lange unsere Zeiten in der Infrastruktur sind. Und dementsprechend fokussieren sich die Städte einfach auf die einzig mögliche Technologie aktuell, die sie wirklich im Markt kriegen. Und das ist die WLAN-Technologie, weil gerade die Mobilfunk setzt dann auch viel auf 5G-Standards. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie weit 5G im Feld verbreitet ist. Das heißt, die Städte kaufen das, was tatsächlich im Markt verfügbar ist, und das ist 802.11p und gehen da ganz massiv gemeinsam als Städte in eine Richtung. Ja, und wie sieht das Ganze jetzt in der Realität aus? Und da möchte ich jetzt ganz gerne mit Ihnen gemeinsam ins Kennu reinspringen und Ihnen die digitale Ampel zeigen. So, wir sind jetzt hier ins Kennu reingesprungen, sehen hier einen Mitschrieb von der Live-Anlage draußen. Anlage jetzt wirklich live aufzunehmen, hätte ja keinen echten Mehrwert. Hier sieht man schon direkt zwei Kreuzungen, also an der Stelle, wo hier empfangen wird, werden zwei Kreuzungen sogar empfangen. Wir zoomen auf die eine mal ran und sehen hier jetzt tatsächlich dargestellt ein digitales Abbild der Kreuzung draußen. Sie sehen die einzelnen Fahrspuren von 1 nach wie auch immer. Orange sind hier ankommende Spuren, blau sind abgehende Spuren von der Kreuzung und dann die Verbindungslinien, die immer die erlaubten Fahrbeziehungen anzeigen und auf diese Verbindungslinien wird automatisch der Ist-Zustand der Signale drauf gematcht. Dafür kann ich hier auch mal noch ein zweites Fenster ein bisschen in den Vordergrund holen, wo Sie anhand von einer Zeitleiste dann tatsächlich sehen, wie die Zustände wechseln. Sie haben hier jetzt schön gerade eine Grünphase, dann kam eine kurze Gelbphase, 3 Sekunden, ganz klassisch, oder 4 Sekunden. Und danach geht es wieder auf Rot. Das heißt, das ist tatsächlich, wenn Sie sich jetzt mit dem Equipment zur Anlage rausstellen, ist das der absolute Ist-Zustand. Und daran sieht man auch ein paar der Besonderheiten, die wir in Stuttgart haben. Wir haben hier in Stuttgart eben tatsächlich einen Realbetrieb. Also die Anlage in Weilendorf hat nichts mit irgendeiner Pilotstrecke zu tun. Das ist einfach der Ist-Zustand. Da wurden Anlagen erneuert, weil sie sehr alt waren. Wir haben die mit der Technologie ausgerüstet, versuchen die Technologie immer so gut es geht zum Laufen zu bringen. Das ist auch eine zweite, sage ich mal, Besonderheit, die wir in Stuttgart haben. Wir haben doch eine sehr hohe Qualität der Daten, die gesendet werden, weil wir eben nach dem Motto testen, testen, testen mit den Vektortools hier wirklich eine Spitzenmöglichkeit gefunden haben,
all die Sachen zu kontrollieren, die für uns in der Infrastruktur, in der Signaltechnik bisher völlig neu waren. Ja, eine Funkschnittstelle haben wir in den seltensten Fällen wirklich überprüfen müssen. Und jetzt müssen wir es tatsächlich dann mit der K2X-Technologie. Genau. Ich wechsle jetzt nochmal zum kurz vor Abschluss meiner Präsentation auf eine zweite Konfiguration. Und da sehen Sie dann im Endeffekt die Masterclass, die man so an Kreuzung mehr oder weniger haben kann. Ich zoome mal ein bisschen raus, dann sehen Sie gleich, die Dimension ist hier schon ganz anders. Das ist jetzt eben, sage ich mal, eine Kreuzung zweiter oder dritter Generation, während die, wo wir gerade gesehen haben, eine der ersten war. Da haben wir also schon Sachen angepasst. Die Zufahrtswege sind deutlich länger, damit die Fahrzeuge mehr Zeit haben, sich auf die Kreuzung zu verorten. Und hier sieht man auch, es ist deutlich mehr Chaos, viel schwieriger wie der zweiarmige Knoten, aber das ist halt letztendlich ein Abbild der Realität draußen. Der österreichische Platz in Stuttgart ist auch keiner der einfacheren Knotenpunkte. Da möchte ich gerne noch ein paar Worte dazu verlieren, was wir in Zukunft noch vorhaben. Wir möchten natürlich die Busanforderungen weitertreiben. Das ist ein ganz zentrales Thema, in dem Zuge auch technisch im Grunde analog. Die Rettungsanforderungen, wir haben Pilotprojekte mit unserer Feuerwehr hier in Stuttgart, mit der Werkfeuerwehr von Porsche, mit dem DLRG am Max-Eitsee in Stuttgart. Das heißt, da ist sehr, sehr viel am Werden. Ein sehr zentrales Thema. Wir möchten Prognoseinformationen für all unsere Roadside-Units, die wir im Feld haben, noch mit dazu bringen. Mit diesen Prognoseinformationen können Sie dann die Phasenassistenten in einem Fahrzeug betreiben, also diese klassischen Grün-In-Anzeigen, die sind in dem, was Sie jetzt sehen, nicht integriert. Das ist der reine Ist-Zustand, den zum Beispiel ein autonomes Fahrzeug bräuchte, um die Realität mit dem digitalen Abbild abzugleichen. Und dann sind wir gerade noch dabei, das Thema K2X in Tunneln zu bearbeiten. Und ein ganz zentrales Thema, was wir noch bearbeiten müssen, ist dann das Thema Sicherheit, PKI. Das ist bisher noch etwas im Hintergrund, weil wir das noch nicht wirklich brauchen. Aber spätestens bei den Bus- und Rettungsdienstanforderungen brauchen Sie natürlich eine PKI, die dann abgleicht, dass das Fahrzeug, was hier Sonderrechte an der Kreuzung möchte, auch tatsächlich ein Fahrzeug mit Sonderrechten ist. So, das war es jetzt von meiner Präsentation. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema K2X, vor allem eben aus Sicht eines Infrastrukturbetreibers, was glaube ich für viele eine neue Sicht ist, ein bisschen näher bringen und freue mich jetzt sehr auf Ihre Fragen, die ich sehr gern beantworten werde.